Wer steht denn hier noch? Ich sehe hier keinen. Ach so, du. Na, ich kann auch mal ein bisschen messeln. Muss ja nicht alles schon ordentlich mit der Waffe erledigen. So, also jetzt muss ich wieder die Fenster hier leer räumen. Er ist ja auch so blöd und stellt sich so offen an so ein gekacktes Fenster. Ich habe dich doch gesehen, so, damit er dann, weil er nicht rauskommt. Alter, ich habe dich doch gerade mit einer Granate bombardiert und... Wie blöd kann man sein? Nun ja, also entweder von der Granate zerfetzt oder ins Schussfeuer laufen vom Feind. Also ich will lieber ins Schussfeuer laufen. Ich auch, weil da ist die Wahrscheinlichkeit zu überleben doch ein bisschen höher. Ja, und vor allem du bist nicht so zerfetzt. Fetzt, genau. Batsch. Ja, habe ich jetzt gerade nicht aufgenommen, weil es mir wirklich erstmal darum geht, hier Leben durchzukommen. Und nicht darum zu zeigen, wie man hier irgendwie die Gegner fallen lassen kann. Hat man aber gesehen. Noch. Epic Enemy Throw wird ein andere Mal gemacht. Du weißt, was das heißt? Epischer Feindflug. Oder Wurf. Ja, dann ist es. Der Gegner. Ja, also. Aber bei Epic Enemy Throw, das hört sich einfach cool an als Enemy Throw. Ja. Ja, okay, dann darf ich dich einfach doch noch töten. Okay, schnell. Komm, wir gehen eine Runde. Jo. Ey, geil, du hast doch ordentlich einen Kombi gemacht. Ich glaube nicht, dass ich das überlebe bis zur Kirche, aber hinter die Mülltonne. Der Müll ist meine Sicherheit. Nur beim Müll fühle ich mich sicher. Achso, ich habe mich verlaufen. Ah ne, ich kann auch über die Mülltonne klettern. Alter! Komm, 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 und verrecke! Na klar, ich werd vom... Zu spät drücke E, wenn der Hinweis... Ja, ich hab doch E gedrückt, als der Hinweis kam. Ich wurde nur von der Seite erschossen. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Dreckiger Hund. Alter Hund! So, die. Ich hämmer gerade wieder mal auf E. Oh, Entschuldigung, Price. Ja klar, aber wenn ich Price mit dem Messer reinramme, stört das nicht, oder? Alter, von wem kommt denn jetzt hier die Granate? Oh ne, ich hasse es so vorstoßen. Aber okay. Boah, was ist so ein Hund, ey. Ach so, da hinten. Oh, ey. Oh, und ich hab dich mal eben mit meinem Arm geblockt. Also ich hab nochmal verzweifelt in der geschaut, aber hat nichts gebracht. Sorry. Ja, okay. Also, wie man sieht, ich spiele echt blind, weil ich habe hier immer nur noch die ganzen Errungenschaften, die man kriegt durch die einzelnen Level. Ich hoffe, die stören euch nicht. Also, mich stören sie nicht. Ici la station Corse. Nous avons intercepté un message crypté. Idon, that's in the go London now. Prévenez les renseignements britanniques que nous avons un problème. Die Franzosen haben eine Nachricht abgefangen. Eine verdächtige Lieferung ist nach England unterwegs. Wurde das Schiff identifiziert? Nein, Sir, aber die Nummer steht auf der Beobachtungsliste für Frigator Industries. Informieren Sie den MI5, wir haben eine unmittelbare Bedrohung. Meine Herren, was wissen wir? Nichts Handfestes. Die Spezialabteilung sucht nach bekannten Personen, aber wir werden für Stufe 1 Bedrohungen einen SAS-Einsatz empfehlen. Stellen Sie mich nachher von durch. Ma'am, meines Wissens erwarten unbekannte Feinde eine Lieferung. Wir schicken Ihnen mögliche Einstiegspunkte. Zu Ihrer Information, über die Lieferung ist zurzeit nichts bekannt. Roger, mein Team macht sich bereit. Wir sind hier ab der nächsten Stunde fertig. Keine Sorge, Ma'am. Egal, was Sie vorhaben, wir halten Sie auf. Der MI5 liegt an der Themse? Ja, okay.
Ah, ich mag England, da kenne ich mich doch aus. Also Vorsicht am Bahnsteig. Baseplate, wir sind online. Gute Sicht. Verstanden, Bravo 6. Bei den Docks stehen mehrere Trucks von Charity Worldwide. Wir halten sie momentan für Ziele. Auch eine Art wohltätiger Arbeitssituation. Die Trucks verlassen jetzt die Docks. Wissen wir, was sie geladen haben? Den Geheiminformationen zufolge kommt die Lieferung von wichtigen Zielen aus Übersee. Achtung, einer der Trucks ist noch an den Docks. Warum versenken wir das verdammte Ding nicht mit einem Spectre im Fluss? Zu wichtig, Bravo 6. Vultures Vögel geben vorerst Deckung aus der Luft. Bringen wir die Sache einfach hinter uns. Wir haben Wärmesignaturen in den Lagerhäusern. Sie müssen diese Gebäude sichern, bevor sie an den Truck gehen. Mein Team übernimmt Lagerhaus 1, Bravo 9 das andere. Unser Fenster schließt sich schnell. Wir sind bereit. Verstanden. Alle Teams, grünes Licht. Die Mission kann beginnen. Okay, Leute, das ist das Lagerhaus vor uns. Burns, wir suchen. Du räumst auf. Feuerfreigabe. Gasse gesichert. Vorne. Das sind Feuer, vor die Feuer. Nein, ich hab, ich hab nicht geschossen. Ja, nicht? Nein, ich hab nur gezielt. Oder so. Den hab ich jetzt gemacht. So, hinter welcher Tür? Ich habe gerade mein Team verloren. Team? Hallo? 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 Hey! Ey, Digga, ey, das ist voll scheiße jetzt hier. Da hol ich es her, komm. Oh. Ich habe mich jetzt nicht zufällig verlaufen oder so, ne? Sieht wohl so aus. Scheiße, ey, wo bin ich? Soll ein Lager leer machen. Wo ist das bekloppte Lager? Oh man! Ey, da verlaufe ich mich mal eben. Ey, ist das mein Team? Ach, hier ist mein Team. Zwei Ziele die Gasse runter. 10 Meter. Eliminieren. Gasse gesichert. Na echt, für 3 Kugeln lade ich wieder nach oder so. Ah cool, die haben alle P90. P90 ist eine schicke Waffe, aber. Bereit. Okay, und los. Raum sicher. Die Treppe hoch. Boah, geduckt eine Treppe zu laufen ist nicht so leicht. Nee, jetzt. Ach, ich bin Burns, oder? Ja. Cool. Da sehe ich noch welche hinter der Ecke. Wow, wie viel Zeit man mir lässt auch zum Re. Ey! Leck mich doch, mach's doch selbst! Boah, ey, Schweine! Ach, übrigens, da sind noch welche hinter der Ecke? Ja, super, dann hab ich doch. Zwei Feinde im obersten Geschoss des Gebäudes. Ich schieße. Na? Geh vor. Außenbereich ist sicher. Freigabe für alle. Los. Durchs Glas. Ach du heilige Scheiße. Okay, hier sieht es gerade richtig schlimm aus. Jetzt darf ich aber auch nicht wieder am Gefecht mit. Ey. Gut, also definitiv ist hier was los. Warum darf ich nicht die geile Heli-Arbeit machen? Jo, danke übrigens für den. Ich danke jetzt übrigens gerade dem Heli dafür, dass er hier die Feindgebiete ableuchtet. Und hier den Snipern, die auch noch drauf zielen. Damit habe ich die Möglichkeit, mich zu erkennen, wo ich nicht ballern muss. Und wo ich aufpassen muss, von wo Feinde kommen können. Wenn ihr allerdings nicht bedenken, ist der da oben. Yes, we can. Die. Ja, wir können hier wirklich sterben, also immer vorsichtig. Man weiß nie, wo der nächste Feind auf einen wartet. Okay, ich darf den Container öffnen und er ist leer. Bravo 6, Vorsicht. Steg. Welchen Steg? Ach, den da. Okay, wer sitzt hier gerade an einem MG? Achso, das ist der Heli.
Boah, ich verliere gerade voll den Überblick. Alter, darf ich nicht einmal irgendwie Überblick behalten oder so? Aber nein, muss, darf ich ja nicht. Wow, wow, wow. So, ich gehe jetzt einfach mal. Zerfetzen die voll im BMW da, ey. So, ich schäme mich einfach mal hier hin. Versuche einfach hier so ein kleines bisschen zu campen. Ich bin einfach mal ganz feige. Da hinten sehe ich doch ein. Na, das ist ein Kollege. Scheiße, ich habe schon wieder einen Kumpel angeschossen. So, also ein bisschen darf ich auch töten, sehe ich ja gerade. Aber warum sage ich gerade so wenig? Mir fällt es richtig auf, ich sag überhaupt nichts, weil ich irgendwie so angespannt über einen Monitor hänge war. Ach, schon wieder cool. Ich schieße auch immer auf Kollegen. Okay. So, den habe ich auch. So, wir möchten noch einen auf die Kauleiste. Ich habe noch ein paar Gratiskugeln für euch. So, für dich. Du möchtest auch noch. Ach! Nee, der möchte anscheinend nicht mehr. Aber du! Schön. Es gibt immer noch Freiwillige. So, da haben wir da hinten noch ein paar. Ich mache jetzt ja auch gerade voll Fernkämpfer, ne? Mit einer Nahkampfwaffe. Scheiter geht's nicht. Boah, das lächelt immer den DMW da, der an jeder Ecke steht. Das ist England! Ja, ihr schmeißt eine Granate, ich schmeiß eine Granate, ne? Och, wer hat mich denn jetzt getötet? Eine Granate! Eine Granate! Ich habe kein Granatenwarnsystem bekommen! Boah. Ja, gutes Glas. Stabil. Ich schieß auf den da! Gott nochmal. Granate! Ja klar, jetzt nimmt mir wieder der Heli meine ganzen Kills. Ist ja wie im Online-Modus hier. Oh verdammt, Granate, Granate, Granate. Warum darf ich jetzt nicht hoch? Vorhin durfte ich über eine Mülltonne klettern, aber hier kann ich nicht über eine einfache Holzkiste oder was. So, ein Ziel. Lass mich mal zählen, ich komme ungefähr auf 30. Also, das mit dem Zählen üben wir auch nochmal, ne? So, 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 so. Und mit die Kanal des Fangs schmeiß ich mal eben zurück. Also hier in London ist ja auch jetzt neuerdings die Olympischen Spiele, ich muss irgendwas sagen, deswegen komme ich gerade auf die Olympischen Spiele. Die sind ja auch jetzt in London. Also wenn man da, wenn jemand von euch da hingeht, also ich kann auch den White Tower empfehlen in England, der ist richtig schön. Die allererste Festung, die in England jemals gebaut wurde. Und auch das Königshaus eigentlich. Also der White Tower, den kann ich echt empfehlen. Ich war dort im White Tower und der ist echt schuck. Schnucke. Also der sieht aus, der macht Spaß, hat einen kulturellen Wert. Also jeder, der in London ist, sollte mal den White Tower von innen gesehen haben. Also ich mag den White Tower. Covent Garden hat hier mit der Zeit nachgelassen, aber boah. Ich frage mich gerade, wo wir hier sind. Und der White Tower liegt eigentlich an der Themse in London. Wir sind in London an der Themse, aber ich habe bisher noch nichts vom White Tower gesehen. Ne? Also ihr auch nicht, oder? Die Blammel denkt, an die kann ich mich auch nicht erinnern. Und ich war in London. Gut, London ist riesig. Warum bin ich jetzt hier gerade eingestiegen?